Dann laufen wir mal jetzt einfach ohne Gerogon weiter. Ist in dem Erzhaufen was drin? Das Erz ist feucht. Eine unangenehme Wühlerei und undankbar dazu, denn ihr findet nichts. Na gut. Wollen wir den Erdklub einfach mitnehmen? Ah, okay. Nun ja, fraglich, ob er das Zeug braucht. Aber wenn man... Aber was man hat, hat man. Ja. Sie ist nicht belastet, also müsste es okay sein. Vielleicht brauchen wir es für irgendein Rätsel. Oh, Kurima ist auch da geblieben. Moment mal. Giru und Kurima. Stehen erstmal im Dunkeln. Eine verrottete Holzkonstruktion ist am Ende der Lorbahn auf die Schienen montiert. Vor ein paar tausend Jahren hätte man damit wahrscheinlich noch einen Wagen abbremsen können. Tausend Jahre ist wohl ein wenig übertrieben. Nur gut, die kommen halt nicht rüber. Vielleicht können wir irgendwie einen Weg zurückfinden. Klick. Oh, wollte über die Grube springen. Nein, wollen wir nicht. Jedenfalls nicht, wenn wir nicht eine andere Wahl haben. Was haben wir hier? Nein. Klick. Ja, also auch eine Truhe. Schloss Klang. Wir finden Wurfhaken, Strickleiter, Seil und Kletterhaken. Das Spiel will uns irgendetwas sagen und da sollten wir drauf hören. Wir nehmen mal alles mit. Wahrscheinlich, um in das Loch rüberzukommen. Was haben wir hier? Schloss Knacken. Da ist irgendwas im Dunkeln. Oh, eine Schmiede. Gwendolyn untersucht zuerst die Esse, kriecht dann ein Stück in den Abzug hinein und bleibt prompt drin stecken. Was zur Hölle machst du da? Mit vereinten Kräften gelingt es euch schließlich, sie frei zu bekommen. Ja. Jalan hat eine rostige Zange entdeckt und bearbeitet einen rhythmischen Amboss. Schließlich wird es Gwendolyn zu viel. Wütend reißt Jalan die Zange aus der Hand und schleudert sie in eine Ecke. Was zur Hölle macht ihr hier? Na gut. An der Wand sind mehrere Halterungen angebracht. An einigen hängen verrostete Schmiedewerkzeuge. In der Ecke liegen verrostete Eisengeräte herum. Jetzt eins mehr. Die Geräte sind recht eigenartig. Am auffälligsten ist eine Art überdimensionaler Morgenstern, den man nicht zum Kämpfen verwenden könnte. An einer gut 25 Schritt langen Kette hängt eine Kugel mit dünnen Eisenborsten. Wollt ihr die Werkzeuge untersuchen oder den Morgenstern mitnehmen? 25 Schritt, das ist eine Menge. Damit könnten wir über die Grube kommen. Wir nehmen den Morgenstern mit. Der Kehrbesen passt nicht in eure Rucksäcke. Das können wir ändern. Tirik, mach mal Platz. Das ist gleich voll. So. Wagenschmierer haben wir auch noch. So, kann Tirik das jetzt nehmen? Morgenstern mitnehmen? Nö. Werkzeuge untersuchen. Es handelt sich um Zangen verschiedenster Größe. Die Werkzeuge sind so stark verrostet, dass sie völlig wertlos sind. Also gibt es da nur den Morgenstern? Da bin ich jetzt doch neugierig. Gibt man das Werkzeug? Die sind alle schon überladen, ne? Tauschen wir was Schweres gegen was Leichtes. Können wir noch einen zweiten Kraftgürtel tragen? Schaufel wird noch schwer sein. Nö, sie will nicht. So, du könntest jetzt noch 1700, also könnte noch 800 Gewicht tragen. Das müsste doch eigentlich reichen. Morgenstern? Nö. Na gut, sind halt Kletterhaken, Seile und was weiß ich, um über die Grube zu kommen. Aber erstmal gucken wir hier rein. Klick. Oh, wir sind wieder bei... Okay. Das heißt, wir hätten da gar nicht rüberrutschen müssen. Wir hätten einfach die Tür nehmen können. Aber war ja wohl
lustig für alle Beteiligten, außer Gerugon und Kurima. Können wir jetzt das Ding mitnehmen? Nein, immer noch nicht. Gut, dann bleibt jetzt nur noch der Weg über das Ding da. Oder hier im Eingangsbereich nochmal weiter gucken. Das sollten wir dann wohl eher machen. Also hier rum, darum. Dann ist hier der Eingangsbereich und Richtung Westen waren wir noch nicht. Also in die eigentliche Mine rein. Hm? Dieser Raum dient offensichtlich als Latrine, was einige Löcher im Boden bezeugen. Es liegt ein unangenehmer Geruch in der Luft, obwohl die Örtlichkeit sicher schon jahrzehntelang nicht mehr benutzt wurde. Gwendolyn erntet einen wütenden Blick von Tirik, als sie eine launige Bemerkung über Zwerge und deren Düfte macht. Mhm. Du bist auch eine Latrine? Nein. Der Boden ist mehr als kniehoch mit Geröll bedeckt, das aus einem verschütteten Stollen stammt. Wollt ihr den Stollen freischaufeln? Nö. Wir sind eigentlich in Eile und wollten nicht 3-4 Tage lang Stollen freibuddeln. Und hier sind ja noch genug andere Stollen. Die aber recht schnell enden. Hier müssten wir wieder buddeln. Nee, danke. Oh. Das sieht interessant aus. Eisenkrempen. Ach, das ist der Weg nach oben. Okay. Wir wollen weder noch. Wir wollen hier bleiben. Jedenfalls vorerst. So, was sagt die Karte? Wir haben hier nur jede Menge verschüttete Stollen und eine Latrine. Na gut, dann zurück zum Hauptschacht, der hier wäre. So, ist da was drin? Die Lore ist zur Hälfte mit Holzkohle gefüllt. Zwar ist der Aufbau stark verrottet und die mechanischen Teile der Lore sind ziemlich verrostet, dennoch mit ein wenig Schmiere könnte man das Gefährt betriebsbereit machen. Wollt ihr die Lore schmieren? Okay. Tirik schmiert die Lore ein und tatsächlich lässt sie sich mit ein wenig Anstrengung auf den Schienen hin und her bewegen. Bei jedem Versuch geht es ein wenig besser. Wollt ihr mit der Lore fahren? Wenn wir da so gefragt werden, erstmal nicht, nee. Jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee, das ist ein Prellbock. Wozu sollten wir jetzt hier hin und her fahren? Das ist allgemein eine recht komische Mine. Hm. Na gut, fahren wir mal mit dem Ding. Wollt ihr mit der Lore fahren? Ja. Tirik steigt in die Lore, die übrigen schieben das Gefährt an. Die Räder der Lore knirschen und kratzen auf den Schienen. Zunächst ist der Wagen noch störrisch, doch dann geht er bei Lunkerreiter ab. Oh. Tirik. Tirik. Die Lore wird immer schneller, soll Tirik abspringen. Nein. Die Lore wird immer schneller, soll Tirik abspringen. Wie schnell können die bitte schön die Lore schieben? Nee, der bleibt da schön drin. Die Lore wird immer schneller, so direkt abspringen. Da kommt gleich der Prellbock, ne? Ja. Das war nichts. Aus dem Sprung wird eine Serie von schmerzhaften Purzelbäumen. Mit lautem Krachen zerschellt die morsche Lore an einer Holzkonstruktion an der Wand. So, Tirik hat es aber überlebt, das ist das Wichtigste. Zurück zur Gruppe. Wo ist die Gruppe? Da ist die Gruppe. So, wir haben jetzt erfolgreich eine Lore zerstört. Haben wir da jetzt irgendwas durchgefunden oder so? Nö. Alles liegt kaputt auf dem Boden rum. Sehr schön. Also wir bestehlen die Leute, wir machen ihre Loren kaputt. Auch wenn die anscheinend nicht wirklich benutzt werden. Aber ja, wir sind nicht unbedingt die besten Gäste. Hier ist also gar nichts. Naja, komisch. Na gut, wir haben immer noch die Stelle hier mit dem Loch. Und dem riesen Morgenstern. Also Süden. Hier. Wollt ihr über die Grube springen? Ja. Wer soll den Sprung wagen? Gwendolyn.
Wollte Gwendolyn anseilen? Ja. Gwendolyn schlingt sich ein Seil um die Hüften. Die übrigen halten das andere Ende. Dann läuft sie zurück, soweit das Seil reicht, und spurtet dann plötzlich auf die Grube zu. Mit einem eleganten Sprung überwindet Gwendolyn die Grube. Sehr schön. Während Gwendolyn das Seil im Türrahmen befestigt, tut ihr es am derselbigen Ende danach, sodass ihr euch bequem herüberhangeln könnt. Sehr schön. Und Gwendolyn wieder nach vorne. Geh rüber nach vorne. So, und klick. Sehr schön. Klick. Eigentlich müssten wir noch jetzt... Ah, Schalter. Okay, wir hätten erstmal gucken sollen, wo es noch weitergeht. Also den Schalter haben wir jetzt einmal gedrückt. Muss ja eigentlich für hier irgendwo sein. Nein. Also. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht schon wieder wie ein Altar aus. Oh. Der Altar enthält eine Tafel mit Inschriften in runenähnlichen Schriftzeichen. Wollt ihr versuchen, die Schrift zu entziffern? Ja. Talana kann die Inschrift nicht vollständig entziffern, ist aber sicher, dass es wohl eine Widmung an Thordul, den Gründer der Binge, als auch den Andenken an die Opfer eines Minenunglücks im Text enthalten sind. Nochmal. Nee, nicht vollständig. Nicht vollständig. Thorgol war das? Thordul. Gründer der Binge, das könnte noch wichtig sein. Schloss knacken. No, was haben wir hier? Steine wurden zu einem kleinen Haufen aufgeschichtet. Oben auf liegt eine Kriegaxt. Nein, die Seite wollen wir nicht nehmen. Da wäre Boron bestimmt nicht glücklich. Schloss knacken. Oh, hier sind noch ein paar mehr davon. Alle mit einer Axt obendrauf. Nein, die lassen wir schön in Ruhe. Außer liegt irgendwo ein Schlüssel drauf. Dann werden wir vielleicht versucht, da was zu machen. Aber ne, das wird einfach nur eine Grabkammer sein. Okay, raus hier. Da ist der Alter. Das werden dann wohl die Opfer des Minenunglücks sein. Hm? Okay, was haben wir hier? Oh, Truhen. Klick, Münzen rot. Und ein Kuhkristallch. Was haben wir hier? Schleifsteinmesser, Dolch, Dolch, Schwer, Sichel. Nein. Und zu guter Letzt. Ein Weg nach unten. Oh, weia. Ja, aber sonst ist auf der Etage nichts. Wir hatten hier das Werkzeug mit diesem riesen Morgenstern. Was hatten wir hier? Ah genau, hier waren die beiden Truhen, wo wir eben gerade waren. Hier waren die Gruben. Opfer. Aber was war da? Na gut, hier geht's weiter runter. Dann halt weiter runter. Wie tief geht das eigentlich runter? Wir sind jetzt auf der vierten Etage unten. Oh, was ist denn das? Das sieht nicht sehr zwergisch aus. Als ihr die Statuen genau betrachtet, werden diese plötzlich lebendig. Noch bevor ihr begriffen habt, was los ist, greifen die vier Wasserspeier an. Oh.